euch gar nicht sagen, wie zufrieden ich mit euch bin, Mr. Garrett. Mir fehlen die Worte, aber vielleicht kann Victoria aushelfen. Sie ist so wortgewandt. Es stimmt. Wir sind beide außerordentlich erfreut. Victoria? Auch wenn das Auge beschädigt ist. Wie bitte? Victoria hat leider recht, Mr. Garrett. Ich möchte nicht undankbar sein, aber dieses Auge ist völlig blind. Es ist ein Stein. Es ist der, den Sie haben wollten, und jetzt möchte ich bezahlt werden. Selbstverständlich. Victoria, würdest du Mr. Garrett sein Lohn zukommen lassen? Vor dem Waldfürsten und biete ihm dein fleischliches Auge, auf das sein steinernes Auge sehen möge, Sterblicher. So singen die Fichten ihm Hymnen. Auf Geheiß des Waldfürsten erstarr das Fleische zu Stein. Ja! Dachtest du, die uralten Verse seien leere Worte? Unwissende! Sieh mich an! Ich bin der Waldfürst. Erschrick, wenn er sagen. Seist du denn durstig, fleisches Ding, so trinke von mir. Seist du hungrig, so labe dich an mir. Denn ich bin der Honigmacher und die Waldbeere. Sein sind die Blätter, die sich von den Fleischlichen ernähren. Jenen, die sich Erbauer nennen und einen Hammer gegen ihn schwangen. Mein armer Mr. Garrett, ihr werdet die wuchernde Pracht des Ganzen nicht mehr erleben. Euer Opfer ist noch nicht vollständig. Mein Flieder und meine Disteln müssen sich ernähren. Und ich? So steht er denn im Grün und eitrigem Schlund und wirft seinen Richtspruch über die wimmernden Menschenwürmer. Unser Weg ist der rechte. Hier hinein. Ja. Seit du uns verlassen hast, rollst du wie ein Steinberg ab. Jetzt musst du deinen erstaunlichen Schwung gezielt einsetzen. Sie kommen! Was? Wartet! Der Schwindler wird dir nicht vergeben, dass du tatest, was ihm nicht gelang. Und ebenso wenig wirst du uns wohl vergeben. Hüter, ich muss weiter. Von den Biestern fort, sonst war die ganze Rettung umsonst.